Input erhalten. Der Xlibris-Ansatz. Die Plattform. Bei Xlibris wird eine bestimmte Crowdsourcing-Plattform genutzt, BrickMe. Sie wurde von Daniel Weiß, einem Mitglied des Projektteams, entwickelt. BrickMe ist eine Plattform, um Projektideen zu teilen und Ideen von Interessierten weltweit zu erhalten. Die BrickMe-Plattform ist eine Crowdfunding-Plattform, in der Beiträge in Form von Ideen erhalten werden, die dabei helfen, das vorgeschlagene Projekt zu verbessern. Diese Plattform erlaubt es Nutzern, ein Business Model U-Canvas für ihr Projekt zu erstellen und die verschiedenen Aspekte des Projekts aufbauend auf den Canvas-Bereichen vorzustellen. Es ermöglicht auch, Lego Serious Play Videos einzubauen. Auf seine Art ist die Plattform einzigartig und eignet sich sehr gut für den Xlibris-Ansatz. BrickMe ist eine mehrsprachige Plattform. Sie kann in Bulgarisch, Deutsch, Litauisch, Spanisch, Türkisch und Englisch genutzt werden. Man kann einen Account erstellen und Projekte managen. Bei Xlibris wird es dafür genutzt, Ideen über die vorgeschlagenen Dienstleistungen zu erhalten. Für jede Dienstleistung wird ein Eintrag erstellt, der das Folgende enthält: Titel, kurze Zusammenfassung, detaillierte Beschreibung, kurze Videopräsentation, Business Model Bereiche, Business Model Canvas, Lego Series Play Videos über das Bauen der Modelle und Fotos. Die Plattform ermöglicht es, für jedes Dienstleistungsprojekt eine Frist zu setzen. Es ermöglicht den Beitragenden, Feedback und Input für das Projekt zu geben, indem vordefinierte Kategorien gewählt und persönlicher Input gegeben werden können. Die Plattform ermöglicht es dem Inhaber des Accounts, die Inputs zu sammeln und nachzuverfolgen. Die Nutzung der Plattform. Die Nutzung der Plattform beinhaltet verschiedene Schritte, wie zum Beispiel einen Account eröffnen, jede Dienstleistung als ein Projekt behandeln, dem Dienstleistungsprojekt einen Namen geben, das Dienstleistungsprojekt zusammenfassen, ein Video vorbereiten, das Canvas ausfüllen, einen Zeitrahmen festlegen, die Gegenleistung erklären, die Crowd finden, mit der Crowd kommunizieren und den Prozess managen. Dem Projekt einen Namen geben. Der Projektname sollte kurz, einprägsam und auch anschaulich sein. Das Projekt zusammenfassen. Eine kurze und eine lange Beschreibung der Dienstleistung werden veröffentlicht. Die folgenden Aspekte müssen erklärt werden. Was ist das Hauptziel? Wer ist die Zielgruppe? Wer ist beteiligt? Warum ist das Projekt innovativ? Und welche Wirkung wird das Projekt haben? Ein Video vorbereiten. Das vorbereitete Video ist eine Kurzbeschreibung der Dienstleistung und des damit verbundenen Wertangebots. Das Video soll die Crowd dazu anregen, zu handeln und Ideen zu geben. Deshalb sollte es kurz, klar und attraktiv sein. Das Canvas ausfüllen. Das Business Model Canvas hilft dabei, die verschiedenen Aspekte der vorgeschlagenen Dienstleistung zu erklären und vorzustellen. Einen Zeitrahmen festlegen. Es wird dargestellt, wie lange das Projekt offen für Ideen bleibt. Die Gegenleistung erklären. Eine Gegenleistung anzubieten ist eine gute Motivation für Beitragende. Wenn Sie eine Gegenleistung anbieten, erklären Sie diese deutlich. Es könnte beispielsweise ein Platz in einem Kurs oder Workshop sein, wenn es sich um eine Trainingsdienstleistung handelt. Die besten Gegenleistungen haben direkt mit dem Projekt zu tun, können kostengünstig angeboten werden und unterstützen die Langlebigkeit des Projekts. Die Crowd finden. Um die richtige Crowd anzusprechen, sollte man die folgenden Fragen beantworten. Wer wird interessiert sein? Wer wird gewillt sein, Input zu geben? Wer kann direkt von dieser Dienstleistung profitieren? Wer hat das Wissen, um wertvolle Ideen zu geben und wird wahrscheinlich teilnehmen? Die Crowd erreichen. Um die Crowd zu erreichen, erstellen Sie eine Liste von Interessierten und möglichen Akteuren. Bitten Sie Menschen, die Einfluss in diesem Bereich haben, das Projekt zu verbreiten.
Nutzen Sie soziale Medien, besonders Facebook und Twitter. Holen Sie sich Unterstützung von Freunden und Kollegen. Entwerfen Sie eine E-Mail mit einem Link zum Projekt und bitten Sie um Weiterleitung. Den Prozess managen. Nachdem das Dienstleistungsprojekt online gestellt und die Crowd erreicht wurde, ist es wichtig, die Vorgänge weiter zu verfolgen, Fragen zu beantworten und zu kommunizieren. In dieser Phase werden Ideen gesammelt, um das Dienstleistungsdesign weiterzuentwickeln und zu verbessern. Fehlerquellen. Beim Crowdsourcing wird häufig von folgenden Fehlern ausgegangen. Ein Video und eine Beschreibung sind ausreichend. Die Welt wird sich schon alleine weiterdrehen. Es wird Dutzende Ideen geben. Alle Ideen werden nützlich sein.